Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Ja, ihr seht's, ihr habt's gesehen am Icon und an der neuen Serie. Ich bin mit dem ATS unterwegs. Ich habe gerade tierisch richtig, richtig Laune, das zu zocken. Ist einfach so über mich gekommen, gibt es keinen besonderen Grund dafür. Ich mache beides gerne, ETS, ATS. Und will mich jetzt erstmal hier eine Weile im ATS aufhalten. Vielleicht auch parallel noch ein bisschen zum ETS, weil es ist jetzt irgendwie schlechtes Wetter. Es ist Sonne brennt derart. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich zieht es da auch eher nach drin. Das ist einfach zu heiß draußen. Und deswegen bin ich jetzt hier im ATS ein bisschen unterwegs. Und ja, vielleicht kommt ja der ein oder andere von euch mit mir mit. Storytechnisch ist es so, dass ich kurzerhand nach einem längeren Telefonat mit meinem Onkel Ulrich, das ist ja der Bruder von meinem Vater, ich quatsch von meinem Onkel, nicht von meinem Vater, hier rüber gekommen bin. Und zwar seit meinem letzten Besuch hat sich die Lage hier drastisch, drastisch verschlechtert. Er hat einen, ich wusste es gar nicht, mittelschweren Schlaganfall. Dadurch ist die Firma so ein Stück weit zerfallen und dadurch ist alles im Bach runtergegangen. Die Bank hat schon langsam die Finger draufgelegt, die Firma stand quasi direkt vor der Insolvenz und er wollte mich gar nicht fragen. Ich habe einfach meine Tasche gepackt und bin rübergekommen, da gibt es gar keine Frage. Der Betrieb in Deutschland, der wird jetzt erstmal auch ohne mich im Weichen weiterlaufen. Da wird sich der Marian aus der Ferne ein bisschen drum kümmern und das Ganze ein bisschen weiter disponieren. Mein eigener Zug ist ja derzeit in der Reparatur. Der Ostseeliner braucht noch ein bisschen Liebe und insofern läuft das jetzt erstmal so ein Stück weiter. Marian fährt für mich die ein oder andere Tour noch mit und ich kümmere mich jetzt hier erstmal um das USA-Geschäft. Habe, damit ich ein Arbeitsvisum hier bekomme, einen Anteil von der Firma von ihm bekommen. Ist für mich halt ein Riesenrisiko, weil das Ding direkt vor der Insolvenz steht. Aber wir haben jetzt, so kann ich dann hier arbeiten, ich kann dann hier fahren und habe erstmal so eine Art einjähriges Arbeitsvisum bekommen. Ja, und deswegen bin ich jetzt erstmal hier. Nicht für immer, aber um erstmal irgendwie Grund reinzubringen. Ich bin schon ein paar Tage hier und habe erstmal ein bisschen aufgeräumt. Das heißt also, wir haben alle Filialen bis auf die hier in Flagstaff verkauft. Und alle LKWs, die wir nicht unbedingt brauchen und die wir auch verkaufen konnten für einen guten Dollar, sind auch alle weg. Das heißt, wir haben jetzt noch drei LKWs, wovon zwei fahrbereit sind und von den ganzen anderen Fahrern ist nur noch einer da, der Samuel. Der fährt den T609, den ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Und ich fahre einen alten Peterbilt. Einen alten ist gut, ist ein 2017er Modell, der allerdings auch mehr rumstand. Also hier ist alles schiefgelaufen, was noch schieflaufen kann. Ein LKW muss fahren, um Geld einzubringen und das hat er nicht. Und das ging nicht nur mit der Maschine so. Auf jeden Fall hat es uns in eine Lage versetzt, dass wir die Banken auszahlen konnten. Wir haben dieses Headquarter hier behalten können. Dadurch haben wir halt, sind wir 0 auf 0. Ich habe jetzt noch 2.970 Dollar auf der hohen Kante, habe, wie gesagt, zwei LKWs laufen. Ich habe eine Kenworth, eine Peterbilt Daycab, so ein 5, ich komme mit den ganzen Bezeichnungen noch nicht so richtig klar, 579 oder irgendwie sowas. Dann haben wir noch den T609, der ist fahrbereit, während die Daycab, die weiße, nicht fahrbereit ist. Und das sind 370 PS Cummins Motor drin, der hat Dichtigkeitsprobleme und Druckverlust. Der zieht also nicht mehr richtig. Wir können es uns jetzt aber nicht leisten, den in eine Werkstatt zu geben. Da müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Und wie gesagt, so ein Peterbilt ist noch da. So ein, wie gesagt, ich komme da noch nicht richtig mit klar. Ein 389 oder sowas, so 398, 389. Der ist auch noch hier, den werde ich jetzt fahren, denn der Samuel, der sitzt fest auf den 609er, da soll er auch bleiben. Und ich schnappe mir den Peterbilt und werde fahren. Ich habe dann auch in den letzten Tagen hier nochmal mit Walmart, die sind direkt davor, gesprochen und das Ganze hier nochmal den Vertrag erneuert mit denen, aber ein bisschen verkleinert, weil wir diese großen Kontingente nicht mehr fahren können. Und das hat auch ganz gut geklappt, weil sonst sitzen wir hier und haben Vertragsstrafen ohne Ende.
Und sodass wir also hier mit unserem Vertrag auch viel, viel besser zurechtkommen. Ich würde sagen, ich habe jetzt lange genug geschnackt und wir wollen ganz gerne weiterfahren. Also Walmart war auch nur möglich, weil dieser Filialleiter hier von dem Lager mein Onkel schon eine ganze Weile kannte. Die gehen auch zusammen bowlen und deswegen war er da sehr gesprächsbereit und ist mir wirklich sehr, sehr weit entgegengekommen. Und also, dass wir also hier für Walmart jetzt erstmal fahren können. Die Preise auch nicht ganz so schlecht sind. Also man verdient jetzt nicht super gut bei Walmart, aber es gibt mir einfach einen festen Vertrag und das ist schon mal sehr, sehr viel wert jetzt in der Situation. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben drei LKWs, zwei Fahrbereit davon und der zweite Fahrbereiter, das ist, wie gesagt, dann muss ich ehrlich sagen, wunderschöner Peterbilt. Da freue ich mich auch drauf. Fast schon in den Transart-Farben. Also, die legen hier in den USA nicht ganz so viel Wert auf dieses einheitliche CI. Und vielleicht können wir da über die Zeit noch ein bisschen was machen. Aber wir haben hier, möchte ich euch den LKW erstmal vorstellen. Wie gesagt, schön Hauber mit einem C15 500 Cummins Motor, das heißt 6 Zylinder, 500 PS, etwas über 2.500 Newtonmeter Drehmoment, ein 18-Gang bzw. 16-Gang Eaton Fuller Getriebe mit Retarder, wobei wir hier aber meistens sicherlich die Motorbremse benutzen werden. Ansonsten die Maschine hat noch nicht viel runter, ich glaube 14.000 Meilen oder so, der stand mehr als dass er gefahren ist. Und jetzt werden wir mal richtig einreiten, das Ding. Das heißt, also richtig einfahren, da freue ich mich auch schon drauf. Jo, dann werde ich mich mal reinschwingen in eine gute Stube. Also alles auch in Schwarz gehalten. Das war auch so eine Maschine, die eigentlich mein Onkel so für sich fahren wollte. Ja, irgendwie habe ich es damit. Die behalte ich dann immer, weil es auch edle Dinger sind. Und ist wirklich ganz nett gemacht. Ich habe mich hier, wie es sich in den USA gehört, natürlich auch schon mal so ein bisschen eingerichtet. Einen Hut entsprechend brauchte ich natürlich mit Krempe. Hier nochmal meine Sachen reingeworfen. Und ansonsten hast du alles dabei. TV, Mikrowelle, also so wie es sich hier gehört. Um wirklich auch alles schön frittieren zu können. So, mal schauen, wie sich das Baby anhört. Ja, nicht schlecht. Das ist kein V8, aber nicht schlecht. Also. Oh ja, oh. Da kann man sich mit anfreuen. Das ist schon nicht schlecht. Also, weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt das richtig gut. Na gut. So, der ist vorne, 1H. Jawohl. Ja, brauchen wir jetzt nicht 2H, können wir auch anfahren. Kommen wir raus. Jawohl. Müssen jetzt hier keine Sprints hinlegen auf dem Hof. Sieht das so aus. Ja, kann man einparken. Ja, das, natürlich, das ist jetzt verglichen mit meinem Scania eine ganz andere Welt hier. Das ist hier so eine Art Mehrfamilienwohnung, wenn du jetzt vom europäischen LKW kommst. Auch gewöhnungsbedürftig für mich ist jetzt hier noch so ein bisschen die Haube vorne. Aber auf der anderen Seite sehr, sehr angenehm. Meine Kamera habe ich natürlich mit dabei, ihr wisst ja. Ja, da steht es nochmal: Model 389. Okay, jetzt haben wir es. So. Da wird sich auch denken, wieso habe ich nicht erstmal vorbeigelassen? Die Frachtpapiere abholen. Da haben wir ihn. Können uns natürlich auch so ein bisschen hier das aussuchen, ne? Und dann holen wir uns den Trailer ab. Ja, ich spiele auch hier jetzt, habt ihr ja bestimmt gemerkt, kein Tilt erstmal. Denn wir leihen uns hier, das heißt, wir kriegen vom Walmart oder anderen Auftraggebern die Auflieger. Auch die habe ich alle verkauft, weil das tut jetzt erstmal nichts Not. Das ist zwar ein schmerzhafter Schritt,
aber absolut, war absolut notwendig, um die Bank hier wegzukriegen, weil die mir wirklich diesen eiskalt. Das ist halt auch natürlich US-amerikanische Mentalität. Business first. Und. Okay, steh mal. So. Gut, upsala. Machen wir einen Trailer. Anbringen, Schläuche sitzen auch, wunderbar. Dann gucken wir uns diesen wunderbaren Zug nochmal an. Das wird wahrscheinlich dann auch nachher das Bild sein, was ihr dann sehen werdet. Ja, sehr schick. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Oh, hier mit Angel Eyes. Da machen wir gleich mal, was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben. Das kommt aber dann wieder noch im Laufe der Serie. Die ganzen Lichter hier an. Schick, schick, schick. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir außerordentlich gut. So, das Ziel müsste irgendwas in Kalifornien sein. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Ja, fahren wir also hier die Interstate 40 runter, über Kingman, Barstow, Bakersfield nach Fresno. Genau, zum Walmart in Fresno. Und das heißt, wir haben jetzt erstmal 573 Meilen zu fahren. Das sind so knapp 900 ein paar zerquetschte Kilometer. Da freue ich mich drauf. Wird eine schöne Strecke. Das letzte Mal, ihr wisst ja, sind wir hier eher so nach Osten gefahren und jetzt fahren wir mal nach Westen. Klasse. Map-technisch habe ich installiert eigentlich nur die Viva Mexico Map, die ich persönlich grandios finde und wirklich auch schon viel gefahren bin. Und ihr seht, ich bin der Meinung, ich bin schon viel gefahren. Das sind wirklich weite Strecken mit vielen Kurven hier, wenn ihr das seht. Und die wurde aber mittlerweile so stark erweitert hier unten in diesem Südbereich. Da freue ich mich auch schon drauf. Und vielleicht seid ihr ja mit dabei und guckt euch das mit an und besteht mit mir zusammen so ein, zwei Abenteuer. Auch darauf freue ich mich schon. Ja. Wunderbar. Gut, natürlich haben wir die auch hier mit dabei. Ne? Hatte ich gerade einen Tastenfehler. Da ist er. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt noch so eine Bewegung. Wir haben drauf. Moment. Hier unten ist er. 42.400 Pfund. Und das müssten sowas um die 18 Tonnen sein. Und müssen sein in 29 Stunden. Haben wir Zeit für die ganze Strecke, das müsste gut zu schaffen sein. Fahrzeittechnisch haben wir alles voll, das heißt, wir können jetzt schön losfahren und einfach ein bisschen Spaß auf dem Highway haben. Ja, der zieht fulminant, das ist überhaupt kein Problem hier für die Maschine. Kommen wir auch rum, das ist natürlich alles länger hier mit den Abständen. Aber wir jetzt hier nicht ganz eng fahren. So, was ich jetzt nochmal machen muss, ist mich nochmal ein bisschen einrichten. Okay, bisschen tiefer dürfen wir ruhig sitzen. Ja, so passt das schon gut. Das lassen wir erstmal so. Vielleicht das Lenkrad ein bisschen noch zu mir, dass ich mehr Blickwinkel habe. Ein bisschen eine Nummer tiefer. Ja, so ist besser. Hört sich schick an, das Ding. Fällt mir gut.
glaube ich, muss stoppen hier, ne? Er wartet. Ja, dann müssen wir jetzt hier nicht rum. Obwohl. Ah, ich muss hier weiter ausholen. Habt ihr das gesehen im Rückspiegel? Der Trailer ist mir schön über den Bordstein gerollt. Also Schaltarbeit gibt es genügend zu erledigen. Schönes Ding. Also ist der, die Jailbreak ist nicht das Höherlebnis bislang noch wie die N14-Maschine. Aber vielleicht bin ich auch noch einfach in der falschen Gruppe. Stoppschild. Hoppala, hoppala, ich bin ein bisschen überschätzt, das Püppchen. Da machen wir uns mal auf in die Fernen der Vereinigten Staaten. Spaß. Geräuschen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Das gefällt mir jetzt hier nicht so doll. Das hört sich an, als würde ich direkt neben, neben der Achse sitzen. Schöne Zeit haben. Mal schön die 60 rein. Das sieht schon gut aus, ne? Die amerikanischen Trucks, das sind immer, auch wenn ich drüben bin, das ist wirklich, das sind richtige Roadtrains. Ihr wisst schon, was ich meine. Natürlich sind Roadtrains allererster Linie in den USA zu, Quatsch, Australien zu finden. Das wird ein bisschen später, deswegen bin ich ganz so eloquent. In Australien zu finden mit ja, teilweise 40, 50 und mehr Meter Länge. Aber vorne eher mit der Zugmaschine dran. Das hat schon was. Gefällt mir gut. Kannst du richtig auf weite Tour gehen mit so einem Sleeper hinten dran. Der
Uhrzeittechnisch ist es jetzt gerade nach 1 Uhr mittags. Gespannt, ob dann auch mit 1.32, die machen das ja mal zeitgleich, und auch der eigene Trailer mit eingeführt wird bei ATS. Ja, natürlich cool. Vor allen Dingen wäre es cool, wenn sie mal ein bisschen was machen würden zum Thema Preisanpassung, das heißt also Frachtpreise, dass dort die Frachtpreise so ein bisschen angepasst werden. Oder ich so einen Schieberegler habe, dass ich sagen kann, ich möchte sehr hohe Fahrfrachtpreise, mag ja der ein oder andere auch, oder ich möchte realistisch anpassen, wo ich halt dann schon planen und strategisch auch fahren muss. Muss ich sagen, das macht mir persönlich hier wieder richtig Laune. Sinn hier. Das hat nochmal geklappt. Okay, 60 Meilen pro Stunde ist der Tempomat. Ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich bin jetzt in ATS wirklich lange nicht gefahren, weil es kommt dann allein schon wieder, dass man dann auch mit den LKW-Typen vertraut ist, dass ich dann ein bisschen mehr zur Landschaft, zum Spiel und zu meinen Erlebnissen in den USA so erzählen kann. Nehmt mir das jetzt noch nicht so übel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt spät und ich habe da einfach Bock drauf und ich habe dann das Video-Equipment nochmal wieder eingeschaltet. Ich werde jetzt die Tour nicht so durchfahren, aber ich habe mir hier einen kleinen Slibowitz gegönnt. Ich merke den ganz schön. Also ich bin... Komm mal rüber? Ja, okay, lass uns rein. Ich bin kein alkoholfester Typ mehr. Kalifornien rüberkommen ist ja nur noch 55 erlaubt. Muss dann irgendwo ein Stück weit hinter Phoenix sein. Vom Osten aus gesehen. Ein schöner Greyhound, ne? Diese berühmten Busse. Da gibt es von Richard Marx so ein Lied. Dieses Lied, ich komme gerade nicht drauf, ich muss mal nachschlagen, welches das ist. Da gab es mal so eine Serie, die lief Anfang der 90er Jahre. Da war dann auch so ein Richard Marx Lied immer mit dabei, wie eine deutsche Reisegruppe mit so einem Greyhound-Bus durch die USA reist. Das war so kurz nach der Grenzöffnung. Ich habe diese, und wo man dann auch so Westfernsehen gucken konnte, also jetzt in Anführungsstrichen, ne? Und was habe ich diese Serie geliebt. Man konnte auf einmal so diese USA sehen, wie sie heute ist und wie das so eine Reisegruppe empfinden würde. Und danach habe ich mich in diesen Greyhound-Bus so verliebt. Wenn du drüben bist, dann siehst du den wirklich noch sehr, sehr häufig. Steht da? Napa Auto Parts, ja. Bestimmt sehr alte und trockene. Also mit dem Motorsound und Abrollgeräusch, da muss man mal was machen. Vielleicht, wenn ihr das seht und hört, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Also ich habe hier diesen V2-Mod für den Peterbilt drin und vielleicht habe ich einen zu alten Soundmod drauf oder ich muss in einer Reihenfolge da nochmal was ändern. Aber diese lauten Abroll- und mechanischen Geräusche, die da so drin sind vom Getriebe, nehme ich mal an, die müssen nicht unbedingt sein. Also ATS spiele ich immer wieder gerne. Das haben die wirklich, diese ganze Atmosphäre hier, wunderbar umgesetzt.
hätte gerne mal so eine Wiegestation, um zu wissen, wie schwer wir sind. Es geht schon so langsam Richtung 80.000 Pfund mit der Beladung. Ich glaube, 80.000 dürfen wir, oder? Oder 76, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Auch das werde ich mich dann nochmal ein bisschen wieder reingucken, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. Ich meine, es sind 80.000. Das ist nämlich ganz 40 Tonnen, irgendwas 37 oder so. Und in Kanada darfst du wohl die richtigen 40 Tonnen fahren. Mal gucken, wo so eine Wegestation kommt. Ah, hier wäre eine gewesen. Hier vorne. Vielleicht haben wir Glück. Und hier. Hier kann ich ja so wiegen lassen, ne? Ja, dann fahren wir mal raus. Dann werde ich dann auch die Pause machen und dann einen Schnitt setzen und dann morgen früh ein bisschen weiterfahren. Das ist auch kühler. Aber ich habe jetzt zwei Hochleistungsrechner um mich drumherum stehen, die heizen noch ein bisschen und mache natürlich jetzt hier zur Sendung dann die Tür zu. Weil hier kann jemand anders stören oder irgendjemand hier reinplatzt. Und das heizt so ein bisschen. Und abends machst du dann natürlich auch nicht das Fenster auch zur Kühlung, weil dann hast du den ganzen Mücken und diese Höllenbiester drin. Ja, ich bin viel mit dem Bulli unterwegs gewesen. Ich habe, Leute, ich kann euch sagen, mich total in das Auto und das ganze Konzept total verliebt. Immer wieder unbezahlbar diese Blicke, wenn du dann auf dem Campingplatz oder wenn du frei stehst, hinten dann die Dusche Klappe aufmachst und das ist ein Duschenanschluss für die Wasserpumpe, machst es da dran und dusch dich dann ab bei der Hitze. Genial. Das ist genial. Okay, das sieht nach Kalifornien aus. Da sollten wir vielleicht mal. Das ist der Jailbreak. Ui, dass der hier noch die 55 hat. Hier, Parking Brake, jawohl, das ist ja nicht da drüben. Und dann wollen wir mal gucken. 83.000. So ein bisschen drüber, ne? Mhm. Na gut, das sagen wir keinen. Achtung. So, ich werde jetzt hier erstmal Cut setzen. Und ihr merkt das ja gar nicht im Grunde genommen, aber dann mache ich ja morgen früh weiter. Also auf jeden Fall. Kriegt jetzt mal so ein bisschen mit. War richtig Lust drauf. Macht Spaß. Ja, dann bis gleich. Hey, jetzt haben wir angefangen hier in der Wüste zu regnen. Naja, besser als nichts, ne? Das Biest mal wieder starten. Und dann geht's los, oder? Und der Wischer? Jawoll.
Also sind leicht zu schwer. 2000 Pfund circa. Du hast nochmal nachgeschaut, das ist jetzt auch der nächste Tag. Gut geschlafen, so wie es sich gehört. Dürfen wir. Dann sind wir good to go. Natürlich ordentlich zu tun jetzt hier, diesen langgestreckten Hügel hochzukommen. The cat is a beast. Ich habe sonst eine Cat-Maschine hier drin, den wollte ich auf jeden Fall mal fahren. Alles, was man so hört, Sechszylinder, gelben Biester. Schönes Torque, schönes Drehmoment. Ja, jetzt sitzt er da vorne drin. Vor mir. Und muss richtig arbeiten. Fühlt sich gut an. Und auch schon der nächste Berg. Schalten. Mal langsam auf unsere Strafzettel hier. Ich verschalte mich hier ständig. Und den abschalten. Jetzt muss das gehen. So, jetzt kann der Cat mal zeigen, was sie kann. Schön. Zieht ihr richtig gut hoch. Ich fühle mich fast wie ein Bulli, ein Traumfänger. Auch blau-weiß, ne? Natürlich. Ja, manchmal will er nicht in die Außenperspektive schalten. Das ist vermutlich ein Speicherproblem. Ja, merkt das? Oh, so halt so. Ja, schönes Ding. Gefällt mir gut. Kein Blödsinn machen. Waystation, müssen wir raus oder? Ist rot, ne? Wir sind dran vorbeigefahren. Ob das so eine Strafe gibt. Ich hoffe nicht so heftig. Ne, der Bauer mit dem Flugzeug.
Weil meistens haben sie die alten Doppeldecker, um die Felder zu besprühen. Aber irgendwie passt das hier auch mit dem Wetter wunderbar zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Deswegen zieht es mich wahrscheinlich gerade zum ATS. Keine Ahnung. Aber manchmal, es geht euch bestimmt nicht viel anders. Hast du einfach so dieses Verlangen, entweder ETS oder ATS zu spielen. Momentan ist es halt ATS. Und auch weil es draußen wahrscheinlich so heiß ist und irgendwie so klimatisch sich anfühlt wie hier gerade in der Wüste. Und irgendwie ist mir dann überkommen, weil draußen kannst du es auf der anderen Seite auch nicht so viel machen. Ne? Morgen mal baden gehen, mit Pulli und schön am Badesee zusammenfahren. Aber so viel kannst du jetzt auch nicht machen. Und deswegen zieht es mich dann jetzt gerade mal wieder so ein bisschen hier vom Rechner. Ja, 283 Meilen haben wir noch vor uns. Habe ich die Müdigkeitssimulation abgestellt? Könnte sein, ne? Ja, Samuel hat gestern schon wollte ich gerade sagen, nee, tankt. Auf jeden Fall ist der auch kräftig unterwegs. Ich denke mal, dass wir. Wann soll man da sein? Walmart hat ja immer offen. Ja, 12 Uhr. Alle sagten bis 10. Bis 10 Uhr abends können wir liefern. Gucken wir mal, wo kurz vor Fresno vielleicht ein großer Truckstop ist, dass wir da übernachten können und dann liefern wir morgen aus. Ich gleich mal gucken. Ja, hier. Ne, das ist ein Reparaturcenter. Haben wir ein bisschen was zu fahren hier. Hier könnte ich mich hinstellen, ne? Natürlich so ein großer Truckstop wäre natürlich nochmal was anderes. Hier könnte ich auch, ja, wir fahren hier hin. Biegen wir einfach links ab, dann sind wir ganz nah morgen. Die Tankstelle. Ja, dann fahren wir hier bis zur Abfahrt Fresno und dann, wobei das wird ganz schön spät, ne? Kein Interstate, das ist hier eine Bundesstraße, glaube ich, hier, oder? Fahren wir hier von Interstate runter. Und diese grünen sind States, oder wie die sich nennen, ne? Das müssen wir mal nachschauen. Wie die genannt werden, das wusste ich alles mal. Weil hier, das ist zu nah, hier wäre auch ein Parkplatz. Der wäre cool. Truckstop Center, das ist einfach nur ein Parkplatz. Und hier ging es eventuell, ne? Das ist ein Truckdealer, oder? Hier Bakersfield, entweder beim Truckdealer, dass es nicht so spät wird. Oder halt hier in Bakersfield auf den hier drauf. Das ging halt, das ist aber ein Hotel, glaube ich. Hotel will ich nicht. Oder ich fahre hier, genau, ja. Wir fahren hier lang. Und dann fahre ich hier, genau, fahre ich hier auf der Interstate. Welche ist das? Ne, auf die State 99. Ich sage jetzt einfach mal State 99. Guck da mal nach, wie die heißt. Und da machen wir dann bei Bakersfield die Pause. Das heißt hier noch drauf, dann auf die, kurz auf die Interstate 15, dann auf die State 58 bis Bakersfield, dann runter und dann kommt schon der Truckstop. Okay. Da machen wir weiter, wollen wir das Baby mal weiter reiten. Ja, genau. So, was mich mal interessiert jetzt, ist mal der Verbrauch. 252 Gallonen haben wir noch drin.
7 Miles per Gallon im Schnitt. Das geht, würde ich mal sagen. Ne? Ja, das kriegen wir gleich. Ja, sportlich hochgezogen mit so einem schönen Dreiachser vorne, nicht so gut, dann kannst du es machen. Ja, Junge, da kann ich dir auch nicht helfen. Das ist schon einen kräftigen Pickup. Sieht gut der Diesel vorne. Schön, bin zufrieden. Haben wir noch nicht den Truck behalten, sieht auch gut aus. Auch ein bisschen langsamer hier. Langsam gewöhne ich mich hier an den Sound. Na, willst du nicht, ne? Da irgendwo einen Schalter, wo man die Motorbremse. Ach, da, okay. Upsala. Hier, da unten ist so ein Schalter, da sehe ich dann, wenn die Motorbremse da gesehen drin ist. So, das war jetzt für den Verbraucher alles andere als gut. Die Spielerei. Ja, diese Passion Group ist jetzt auch ein bisschen stiller geworden. Hermi und Christian, die sind noch fleißig am Fahren. Natürlich auch der Marian. Der Michael Cologne, der ist jetzt auch ein bisschen ruhiger dort. Michael, der hat schöne, also hier von Rheintrans, Lastkraftman. Der hat hier auch in den USA, es hat mich dann auch so ein bisschen nachhaltig animiert, schöne so Stimmungsvideos gemacht. Da haben wir noch im Verkehr zugeschaut, auch Miami da unten, da möchte ich auch mal runter. Also die C2C werde ich Coast to Coast sicherlich auch installieren. Jetzt allerdings hier West noch mal ein bisschen rumfahren. Und fand ich sehr stimmungsvoll. Das hat schon was. Das hat schon Atmosphäre und Stil, hier mit so einem Hauber hier rumzufahren. Ich mag die Dinger. Sind zwar vom technischen Standard können sie absolut nicht mit den europäischen mithalten, aber sie haben natürlich auch ihren ganz eigenen Flair. So über so eine Haube zu schauen, hat auch was. Es ist sehr angenehm. Ich meine, wer von uns kennt nicht den Film Convoy, ne? Der hat mich so als Kind angemacht. Deswegen habe ich auch so eine große Affinität und Sympathie für diese Maschinen. Ja, auch so vom Cockpit können sie halt auch nicht mit den europäischen mithalten. Aber sie haben ihren ganz eigenen Reiz. Das ist wie sowas mit der Harley, es entschleunigt so ein bisschen. Und ich finde, sie sehen auch gut aus. So der Inbegriff von Trucks sind ja meistens auch die, wenn man Truck sagt, auch die amerikanischen LKWs. Ich finde, das hat SCS hier mit einem ATS sehr, sehr gut umgesetzt. Hier diese Abendstimmung, ne, mit den Lichtern und das Abfahren hier, du hast nicht immer ständig diese Kurven, man kann einfach mal gleiten lassen, du hast nicht so viel zu tun wie im ETS und das ist auch sehr, sehr angenehm. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied im ATS, vom ATS zum ETS, du kannst hier mehr so rollen lassen.
diese Landschaft genießen und die Gedanken auch so ein bisschen gleiten lassen. Auch die schiere Größe des Landes, das kommt sehr, sehr gut rüber. Ja, Pete, ja, wir sind Pete-Mans. War ich im falschen Gang? Das werden die alle aufhalten. Komm, Cat Baby, zieh, du Biest. Ja, sehr schön. Oh, hier ist doch, warte mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, es ist auch 8.40 Uhr. Rest Area. Nee. Ja, ganz alleine. Der Sound ist schon richtig genial. Ein Cat hier vorne. Aber wenn ich könnte, würde ich hier diese N14-Maschine, ich glaube, es ist eine Cummins oder sowas, ne? Reinsetzen. Das ist mit der genialste Motorsound, den es im ATS gibt. So ein bisschen der V8-Kniebaum des ATS. Kollege, lass mich rein. Ja, passt. Ja, ich habe gehört von, vielleicht eine Info, weil ich immer mal wieder gefragt werde zum Thema Don Stefano. Und da habe ich eine Info bekommen von Marian. Donny geht's gut. Der hat nur akut momentan, also, oder momentan akut keine Zeit. Keine Zeit fürs Game, ist da in anderen Sachen halt im Job sehr, sehr stark eingebunden. Er will aber auf jeden Fall weitermachen, da freue ich mich auch total drüber. Und ja, warten wir einfach mal ab, wann er dann wieder anfängt, neue Videos hochzuladen. Das ist also so für euch zur Info. Und weil er macht ja auch die Geschichte mit ATS. Da muss ich erst wieder dran gewöhnen hier an die Bremse. Hier geht aber gut ab hier, dieser Pete hier. Nur so um die 600 PS oder so. So, da vorne kommt dann schon unser Parkplatz. Das ist in der Bakersfield links rum.
Na komm schon, komm schon, ja. Schon die Auffahrt auf die State. Hier noch nicht. Da vorne. So, oh, Bakersfield mal wieder geschafft. Für mich einer der meistbefahrensten Orte, auch an dem ich mich halt auch gerade von der Anfangsseite irgendwie am meisten erinnern kann, keine Ahnung. Ah, wunderbar, ist noch was frei. Das nehmen wir dann gerne. Dann stellen wir uns hier hinten mit hin. Ne? Sagen, der ist doch gut. Langen unbeweglichen Trailern, ey. Kollege sich wahrscheinlich mit der Innenraumüberwachung nicht abgeschaltet. Ich kenne das auch vom Bulli. Ja, besser kriege ich jetzt nicht hin und da muss man halt so stehen bleiben. Ach ja. Irgendwie alles ausgenutzt, was geht und ich stehe immer noch schräg. Verdammte Axt, ey. Hier ein bisschen weiter ausführen können über links. Ja, so viel ist da gar nicht, aber. Gott, wie so ein Swift-Fahrer, ne? Na gut, ich lasse ihn jetzt trotzdem stehen. Schönes Ding. Allerdings ein schöner Zug, das muss man schon sagen. Ich lasse ihn jetzt trotzdem stehen und. Sagen wir, machen dann auch gleich mal Pause. Beziehungsweise gehen wir schlafen. Und wir sehen uns dann, wenn das jetzt hoffentlich klappt, dann morgen früh wieder.
Wunderschönen guten Morgen. Ich war jetzt hier schon einmal für Königstiger, frisch gemacht, Zähne geputzt, Kaffee in der Hand. Kann man zurück zum noch Spätzlein gehen. Stehen immer noch so bescheuert da, nicht mehr umgepackt. Sagen, setzen wir uns erstmal rein und machen, wie wir es gewohnt sind, Abfahrkontrolle. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. So, mal am Haken rütteln, ist auch alles fest. Reifen sehen gut aus, abklopfen. Jawohl. Echt ein schöner Trailer. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich mag die so. Schönes Ding. Rückfahrlampen fehlen, kann das sein? Ist das normal? Fällt mir jetzt das erste Mal auf hier. Vorne sind sie drin. Ja. Ja, so ist auch alles in Ordnung. Reifen sehen gut aus. Das ist ein schöner Zug, also gefällt mir gut. Erinnert mich so ein bisschen an Life is Good. Das ist auch so ein YouTube-Kanal. Schaut da ruhig mal rein. Licht können wir ausmachen. So, wie das. Ja, diese Pylonen, die haben wir halt. Da habe ich dran gedacht, dass wir da nicht gegenplumpsen. So, kommt nichts. Kein Stoff. Hier auf dem Rastplatz ist auch 55. Das ist wahrscheinlich deswegen gemacht, dass man hier mal vernünftig auffahren kann. Dankeschön. Guten Greyhound wäre es nicht passiert. Ob ich die Ente da vorne, hier die Rubber Duck, vorne drauf lasse, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Jetzt doch schneller. Schauen, jawohl, 55 sind noch drin. Das passt auch gut.
Dann sollte es auch nicht mehr allzu weit nach Fresno sein, 86 Meilen. Und die fahren auf der linken Arschbacke ab, würde ich mal sagen. Brauchen wir nicht mal eine Arschbacke dafür. Das machen wir im Stehen. Entschuldigung, ich schwitze hier unter den Kopfhörern, das ist echt warm, Leute. Obwohl das Haus extremst gut gedämmt ist. Ah, wenn hier so zwischen den Rechnern sitzt, ist es schon warm, ich muss Lüfter hier aufstellen. Auch die 60 Meilen. Ah, herrlich. Also ich mag diese Straße. Ich kann das eigentlich nur immer wieder sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich da auch. Aber ich mag diese Straßen hier. Es ist einfach so ein schönes Dahingleiten. Ups. So. Und klasse. Ja, so, mal schauen, wer jetzt hier noch dran ist, aber ich wollte mich bei euch noch bedanken, ihr seid ja total verrückt. 500 Abonnenten, locker 100 dazugekommen in der ganzen Zeit, wo ich jetzt nicht mehr so viel geliefert habe oder vielleicht sogar 150. Und erstmal vielen, vielen Dank dafür, es freut mich total, es macht auch immer mal Spaß, auf die Abonnentenzahlen zu schauen. Ihr wisst, dass es nicht mein vorrangiges Ziel, sondern halt so diese Passion, dieses Fieber mit euch zu teilen. Und ich weiß, da draußen gibt es viele, denen es genauso geht wie mir. Und da muss ich wohl mal dieses 500 Abonnenten Gewinnspiel jetzt mal starten. Dazu muss ich mir, ich hätte gesagt, wollte ich so ein Techno-Modell verlosen. Da muss ich mal eins erstehen. Wenn ihr das seht, dann schreibt doch mal einfach mal die Marke drunter, die ihr gerne als Techno-Modell zum Gewinnspiel sehen wollt. Ein Scania, ein Volvo, ein DAF, also je nachdem, was gefällt euch am meisten. Ich würde jetzt erstmal zum Scania tendieren, ich glaube, da kann man nicht viel verkehrt machen. Aber dennoch würde ich dann das kaufen, das die meisten Stimmen bekommt. Dann soll ja letzten Endes für euch da sein. Okomudi. Der macht da wenigstens mal eine Lichthupe. Da weiß ich schon früher Bescheid, der muss nicht die ganze Zeit hier stehen. Ja, er wird mir schon vorgelassen, ne? Das ist immer noch undankbar. Haben wir schon geschafft. Jetzt sind wir schon in Fresno. Ich wollte gerade sagen, sah aus wie so ein alter Russen-LKW. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt mal drunter. Dann sehe ich auch, wer bis hier zuguckt, welcher LKW, welchen ihr gerne als Verlosungsmodell von Techno
sehen möchtet. Wenn euch da auch eins ganz besonders gefällt, dann könnt ihr es auch gerne verlinken unten. Und dann kommt das in die 500 Abonnenten Gewinnspiel. Muss man mal ausdenken, wie ich das mache. Kommt jetzt auf den einen oder anderen Tag nicht drauf an. Ich möchte mir da auch Zeit nehmen, das vernünftig machen. Bin gerade auch an dem Ostseeliner-Video dran, mit dem kleinen Special. Fertig ist er ja schon lange. Jetzt muss ich den richtigen Gang finden. Na, gar nicht so einfach, wenn es denn hier angezeigt wird. Kann man schon mal vergessen. Gateway to the Sierras, Fresno. Das habe ich auch das erste Mal gesehen jetzt. Ahern, seit 1953 Rentals. Das ist ja richtig alt hier. Ah, oh, hier, schöner Oldtimer neben uns, ein Pickup. Schön. Auch in einer schönen Farbe. Naja, wir müssen los, ich weiß, ich weiß. Aber. Falscher Gang. Muss man halt nochmal warten. Tut mir leid. Ein bisschen auch so mal hier die T680, so wie diese T800, ne? Die trennt nicht viel. T800 für den Schwerlastbereich, so wie der Sergei Drachtschew den hat, das würde mir auch gut gefallen, so als Vierachser. Kollege. So, mal schauen, wo das Walmart-Lager ist. Was sind das denn? Parkhaus? Sieht so aus, ne? Ja. Man könnte fast GTA-Style haben. Coffee. Da hinten rum. Okay. Auch von Temperaturen hier drin, ey, das, also zumindest jetzt in dem Computerzimmer passt das echt richtig gut.
Also, wow, großes Lager da vom Walmart da hinten. Super Walmart. So, wollen wir schauen, wo wir parken können. Stopp, stopp, stopp. Wir nehmen natürlich das Schwierige, das heißt, wir wollen einparken. Das können wir aber auch nochmal einstellen, sonst er nicht mehr fragt. Da vorne haben sie schon markiert. Ah, scheint aber genügend Platz zu sein. Muss man auch gleich wieder mal reinziehen. Das sind wir einzige hier in der Ecke. Mal gucken, dass wir den Trailer hier richtig abschätzen können. Ich würde gerade sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber meine Fresse, ist ein langer Eimer. Oh, ich kriege hier kaum mehr vor dem Dings gedreht. Oh, seht das? Nochmal ansetzen. Ist auch schick hier. Vorne blau. Le Bleu. Was ist denn da, ne? Thermo King. Okay. Oh. Stunden später war er schon aufgetaut. Ach, da ist dieser blöde Bierkasten, dieser einzelne. Zeug hier. Oh, das ist so schicklich. So, gehen wir ein bisschen nach vorne. So müssen wir das reinkriegen.
jetzt aber. Das ist halt mit dem langen Radstand auch in der Zugmaschine gar nicht so einfach. Jetzt, da steht er. Gut. Wow, haben wir's. Ja, wir tauschen hier die Trailer und nehmen dann vom Walmart, ich habe noch volle Fahrzeit, den einen mit. Jetzt würde ich ganz gerne, solange ihr noch dabei seid, wenn ihr wollt, kommt er mit. Optionen, diese, hier würde ich mal die Müdigkeitssimulation wieder anmachen. So. Und ja, würde ich sagen, dann koppel ich ab und damit ist dann sozusagen aus, wir wechseln den Trailer und damit ist eigentlich auch die heutige Folge auch erledigt. Das ist aber auch ein riesen Trailer hier, der ist lang, guckt euch das mal an. Ja, wobei man das genauso lang, 3000R, beides Thermokings. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute nicht ganz so eloquent und nicht ganz so redsam wie sonst. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Natürlich diese große Hitze und so, das ist, da muss ich mir was einfallen lassen, dass ich hier ein bisschen mehr frische Luft habe. Aber das kriegen wir auch hin. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Freue ich mich immer, das wisst ihr. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.